Moin moin zusammen und willkommen zurück bei State of Decay. Die Tür ist ausnahmsweise mal direkt vor der Aufnahme aufgesprungen. Trotzdem ist sie aufgesprungen. Poltergeist. So, ich wurde in der letzten Folge im Kommentar darauf aufmerksam gemacht, warum ich noch einen zweiten Rucksack dabei habe. Gute Frage. Kommt raus. Brauche ich auch nicht. Nehme ich mal lieber mit, glaube ich, ne? Schmerzmittel sind eigentlich nie verkehrt. Was machen wir? Wir müssen eigentlich Munition sammeln, weil die geht langsam zur Neige. Die Leute waren faul. How's it going? Come on. Quit moping around. I need your help. Okay. So, Jacob. Du hast schlechte Laune. Die treiben wir aus. We've had some pretty rough luck lately, huh? Yeah. It just seems like we can't catch a break. Hey, was erwartest du? Things will turn around. Just have a little faith. No, well, you know, excuse me for not being a team cheerleader. Okay, now we're gonna kick. Das war ein super Crash gleich zu Beginn. Ich will nämlich die Horde mitnehmen. Bist du mir gerade auf der Motorhaube rumgesprungen, blöd Mann? Glaub's ja nicht. Wow! Die habe ich jetzt nicht kommen sehen, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß, ich mache heute die Radikalkur. Komm, put, 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 put. Wo? Wo kommen die Lexer? Ja, sexy, da habe ich ja volles Fund. Lecker, lecker, lecker. Ich werde auch einen Teufel tun, in diese Hütte reinzulaufen. Wobei, das ist nur der kleine Bunker, das... Trotzdem lasse ich die erstmal rauskommen. Ich kenne mich nämlich zu gut. Bauberatung. Hast du dich gerade durch die Tür gepackt? Der hat sich durch die Tür gepackt. Ich glaub's ja nicht. Habe ich den jetzt gerade mit dem Kopfschuss Kopf und die Arme? Ja, habe ich. Stufe 6? Wo bin ich denn stehen geblieben? Junge, was hast du gemacht, während ich hier nicht online war? Unglaublich. Ohne Miene. Oh. Gut, der erste ist versorgt, bleibt nur noch einer. Ich habe es ja bei 7 Days to Die schon erwähnt, ich habe eine neue Maus und ich habe sie angeschlossen. Das heißt, ihr solltet jetzt theoretisch gesehen keinerlei Klickgeräusche mehr hören. Oh, wird das geil. So, ich halte die Maus mal direkt. Ja, ja. Ihr seht ja, wenn ich zuhaue, ich halte die Maus mal wirklich jetzt direkt neben das Mikrofon. Nur damit ihr es hier einmal hört. Hier ist die Maus. Und? Man hört gar nichts. Das ist so wunderbar. Freue ich mich wirklich drüber. Total genial. Angst. Total genial Angst. Hi. Viel Fraß und Brauer. What the fuck, wer bist du? Ich kenne dich nicht mal. I know things seem bad, but we're gonna make it, okay? And you're gonna help. Now let's go. I'm on it. Help me.
Erstmal Schmerzmittel tanken. Nehmen wir den. Ich will... Wo müssen wir überhaupt hin? Ach, war ja klar. Da wird es ebenfalls die Radikalkur geben. So, what are we doing out here exactly? Just taking care of some business. Take a pitch again, my man. Okay, now we're gonna kick some zombie ass the old fashioned way. Du weißt aber schon, dass der Herr hinten drauf sitzt und dich schwerlich hören kann. Was ist denn hier los? Hier sind ganz schön viele Zombies dazugekommen, oder täusche ich mich da gerade? Hier schießt doch jemand. Dass die vom. Na, ihr wisst schon. Von da vorne. Vom Gericht. Jetzt mir der Name auch eingefallen. Na komm, Butchies. Das ist übrigens eine schöne Methode für eine wirklich mal irgendwann anfallende Zombie-Apokalypse. Das größte Auto schnappen, was ihr finden könnt, und einfach vor und zurück. Vor und zurück. Ich meine, was hier klappt, das muss doch auch wirklich klappen, ne? Die Texte können teilweise ein bisschen überarbeitet werden, weil die sind hin und wieder ein wenig aus dem Zusammenhang gerissen. So, wer hat hier noch Schiss? Habe ich nicht noch einen Schalldämpfer? Bleibt hier, bleibt hier, bleibt hier. Nur die Marke Eigenbaudinger, ne? Ne, da ist noch einer. Wunderbar, jetzt die Knarre auch wieder leise. Oh, für 50 Schuss. So viel habe ich nicht mal. Okay. Okay, okay, okay. Wir wollen jetzt erstmal unseren Nachbarn helfen. Habe ich soeben beschlossen. Die Wilkersons, die können noch warten. Habe ich auch beschlossen. Ich versuche sie zu meiden, ehrlich gesagt. Weil ich finde sie jetzt... Sie sind mir zu suspekt. Sagen wir es doch mal so. Frei heraus. Nicht lang um den heißen Brei reden, einfach sagen, ihr seid Kacke. Hier wird schon wieder gegrunzt. Was soll das? Hier ist grunzfreie Zone, Jungs. Bin da. Ob die böse werden, wenn ich jetzt einmal durch die Scheibe jump? Hallo. Ich kann nicht mal gegen... Geht doch. Ich konnte jetzt nicht gegen die Tür rempeln. Das hat irgendwie... No sweat. I'll run interference while your people work. Guess that's true, Ioya. I'll meet you out front. We need to build some watchtowers. Oh, du schuldest mir noch wesentlich mehr. Hey, Beck. What is it, Quentin? Not really, just you know, checking in. Oh. Right, sorry. Okay, getting started. Keep those zombies off my back if you can. Verteidige die Arbeiter, das habe ich vor. Runter von meiner Seite. Quiek. Okay. Wir machen das wohl doch besser auf die traditionelle Art und Weise. Wow, wow, wow. Du Pansen. Nice.
Was ist denn heute los? Warum komme ich denn nicht hinterher? Okay. Ja, das, was ich bei Seven Days to Die jetzt mittlerweile an guten Schussfertigkeiten habe, habe ich hier irgendwie verlernt. Ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher, wenn er jetzt schon hier ist, kommt einer von den Mopsies auch noch an. Das finde ich nämlich auch gar nicht so toll. Ich werde mal zusehen, dass ich doch ein bisschen mit dem Wagen welche wegbekomme. Vertrauen verlieren. Ich bin 3 Kilometer an dir vorbeigefahren. Also rücksichtslose Fahrweise. Übertreib mal nicht die Lage. Anyways, like I was saying, the watchtowers were my idea, but Quentin designed them. He's pretty clever when it comes to building stuff. With girls, not so much. Trouble in paradise? God, don't get me started. So the other night we had a pretty close call, right? I mean, zombies were inside. We were all freaked. So we raided the liquor department after. Die Alkabteilung geplündert. Ja, sinnig. So yeah. We both drank more than we probably should, and there's this couch in the manager's office and. Oh, Leute, stopp, stopp, stopp. Das ist ein jugendfreier Kanal hier. Ich muss mich ein bisschen an das Jugendschutzgesetz halten, also bitte kein. Bitte keine Storys jetzt hier aus. Irgendwelchen schmutzigen Gegenden. Lass mich den noch platt machen. Ja! Voll nicht getroffen. Das Schöne ist an diesen Aufgaben, die kommen eigentlich weitgehend auch selber zurecht. Sie brauchen nur halt ein bisschen Unterstützung. Ich weiß, ich habe Vertrauen verloren. Ach du meine Güte. Gott, steh mir bei. Kann ich doch nichts dafür, wenn die so zimperlich sind. So, was ist denn los hier? Die beiden gehörten jetzt nicht zu der Vorhut und da steht was im Wasser. Seht ihr die da hinten? Ja? 3 Stück. So, how's it coming out there? Die 2 nehme ich schon mal mit. Du bist Nummer 3. 4, 5, 6. Okay, das war nix. Ich warte ja. Also, komm, jetzt. Übertreib echt mal nicht. Oh, shit. We would have lost a lot of people without you. That counts for something in my book. Anyway, thanks for the. Oh, what the fuck? Hold it right there. Hands where we can see him. Whoa, easy there, Alex. It's me, Sheriff Carl. Look, we don't want any trouble. We're just here to talk. Das fängt immer schlecht an. Turn around, walk away and forget you ever saw this place. Huh? Wait, who's Alex? Forget it. We're not interested in signing up with your little society. Ease up, Becca. Not everybody's out to kill us and take our stuff. Doesn't take everybody, just one. Da hinten steht ein Dicker. We're not here to pressure anybody. You folks stay safe now. Hope you're keeping your nose clean, Alex. Da.
Den lasse ich jetzt aber mal gekonnt stehen. Der interessiert mich nicht. Er interessiert sich aber auch irgendwie voll nicht für mich. Vielleicht ist er überzeugt, Blech schmeckt nicht. Lebensmittel brauche ich eigentlich nicht. Holden ist traurig. Okay. Watch yourself out there. Schön. Das ist doch toll, wenn Holden traurig ist. Wer ist Holden? Noch nie gehört den Namen. Ich habe nur 10 Leute in der Gruppe und ich kenne keinen Holden davon. Ups, da lebt noch was. Komm rüber. Brav. So soll das sein. Ach, wo sie es gerade sagt, apropos Verteidigung. Ich hab das Wichtigste wieder vergessen. Nein, wir sollten nicht mehr Außenposten haben, weil ich der Meinung... Ja, Ratschlag von ihr. Ist ja auch schön und gut. Aber ich meine, uns reicht das so. Neun Millimeter gehen uns langsam echt zur Neige. Habe ich noch Alternativwaffen? Genial. Wer auch immer das gefunden hat, danke. Brauchen die 556? Auch nur 50 Schuss. Ein bisschen mager. Was mucken wir denn? Ach komm. Wir kommen ja nicht dran vorbei, irgendwann den Saftnasen da hinten zu helfen. Nehmen wir unser Sheriff-Mobil. Irgendwie stockt es hier gerade ein bisschen. Ist wieder hier eine Horde unterwegs? Oh, ein Schreihals gewesen. Ach, das ist er da zu Hause. Sagt das doch einer. Freie Bahn mit Marzipan. Na, wer kennt die Filme? Aber wirklich gesund klingt der Wagen auch nicht mehr. Andererseits, ich will den auch nicht verlieren. Wir werden hoffentlich kurz vor dieser Straße, ansonsten gucke ich da in der Stadt, irgendeinen Ersatzauto finden, ein schön stabiles, weil ich kenne mich. Spätestens wenn wir bei Wilkersons sind. Wilkersons? Ich glaube ja, so hießen die. Werde ich wieder wie ein Besenkter mit dem Auto da oben auf dem Feld rumheizen. Oder das Auto anderweitig zu Schrott fahren. Und ich will nicht da oben in der Wildnis bei denen auf einmal ohne Auto dastehen. Das kommt nicht so gut. Findet ihr das Geräusch auch nicht so beruhigend wie ich? Also gar nicht. Ich finde diese längeren Übergangsfahrten immer ziemlich schlimm. Also jetzt nicht unbedingt so aus der Spielsicht, sondern jetzt für mich so als Kommentator. Weil eben relativ wenig los ist. Ich aber auch nicht zu viel Pause. Zu viel Pause immer dazwischen haben will. Das finde ich dann auch wieder blöd. Wenn die ganze Fahrt über das stille Schweigen ist. Also muss ich mir dann irgendeinen Blödsinn in der Not ausdenken. Was dann aber auch wiederum nicht so toll ist. Naja, Blödsinn erzähle ich viel.
Also das ist jetzt nichts Ungewohntes. Oh. Ja. Perfekt. Kulanterweise hat der Wagen gewartet, bis ich hier war. Ist zwar nicht das Nonplusultra, aber besser als gar nichts. Und es ist ein Geländewagen. Halbwegs geländetaugliches Vehikel. Zumindest geht es in die Richtung. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht, was die da oben nochmal für eine Mission für mich hatten. Keine Ahnung, ich höre den Jungs eigentlich sehr, sehr selten zu. Aber eins muss man ihnen lassen, schön ländlich wohnen sie. Das gefällt mir. Schade, dass ich die nicht aus der Hütte vertreiben kann. Die ist schön groß, schön ländlich, eigentlich genau das, was ich will. Und es passen genügend Leute da rein. Ach, hier wäre noch ein Taxi gewesen, auch schön. Kommt! Our friend here would be happy to take you home. Wouldn't you, friend? Freunde. Ihr habt doch gar keine Freunde. You'll be in good hands. Why do I doubt that you're helping this guy out of the goodness of your hearts, huh? Just looking after our customer base. You understand. You get him home safe, drinks are on me when you get back. Ich glaube, auf deine Drinks kann ich verzichten, weil ich nicht weiß, was da drin ist. Blöder SWAT. Oh, das ging fix. Wie schnell er aufstehen kann. Darf ich dich anquatschen? Oder dich? Oder steigst du automatisch ein? Ich bin bei euch immer nicht so sicher. Und wer ist sie eigentlich? Sie gehört doch nicht zu den Wilkersons. Das wird doch nicht eine von meinen Leuten sein, die gerade auf Natur war. Und jetzt spontan vergessen hat, was sie überhaupt machen wollte. Naja, mir sollte es recht sein. Hörtchen! Oh, da sind noch mehr. Ein bisschen verseucht die Gegend hier, muss ich sagen. It's better than starving, I guess. Mickey really worked you over, huh? Mickey? Hell no. He was the one who stopped it. I'm confused. Yeah, surprised the hell out of me too. Okay. Well, this is my stop. I appreciate you looking after me. I feel bad for asking another favor, but... Don't tell the others what happened to me, okay? They got enough to worry about without this. Hallo? Wen denn? Where the hell have you... Oh my lord, what happened to you? Warst du nicht gerade noch da oben? Das ist sie doch, oder? Lucky a good Samaritan happened by and helped me back here. A bad fall, huh? Well, you better get yourself inside and lie down. Go on, scoot. As for you, well, I guess we owe you one. Nice to see not all the decent folks are gone. Jo, ich kann anständig sein. Das hat doch was, ne? Okay. Oh, das wird eine blöde Mission, glaube ich. Deswegen machen wir die auch. Aber erst in der nächsten Folge. If you want, you can tell me a little bit about your dad. He was amazing. I know it must have been hard for you. Ich lasse sie erstmal reden. Kennt's ja. I remember this one time when I was too sick to go to the movies for Becky Lindemann's birthday party. He turned our living room into an old-timey movie theater.
just for me. Popcorn machine, candy, curtains in front of the TV. He even made me get a ticket. Sounds nice. I was 14. It was totally lame. But it was sweet. Mhm. Jut, meine Lieben. Wir sind am Ende einer Folge. Wie gesagt, die Mission da hinten kommt dann in der nächsten Folge dran. Wenn es euch gefallen hat, dann verbreitet doch das Video ein wenig. Lasst einen Daumen nach oben da oder nach unten, je nachdem, wie ihr es denn gerne hättet. Oben wäre mir natürlich lieber, wisst ihr. Der Daumen nach oben wird man mich loben. War das aus SpongeBob? Glaub ja, ne? Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann so in die erste Stadt zurückkehren. Oh, das wird ekelhaft. Okay. Also denn, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.